Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Kammern Vienna Spezial und habe ich heute die ganz, ganz große Freude und Ehre, den Jakob Rosenberg vom Ballesterer zu begrüßen zu einem Fußball-Fangespräch. Hallo Jakob und schön, dass du heute da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Erzähl einmal ganz kurz über Ballesterer. Ja, ich fange mit der klassischen Geschichte an. Ballesterer ist ein Fußballmagazin, aber nicht nur. Es ist ein Magazin, das sich mit Fußball, Fankultur vor allem beschäftigt und vor allem mit allem, was dranhängt. Also wirtschaftliche Einflüsse, gesellschaftspolitische Einflüsse oder Wechselwirkung von all dem mit dem Fußball. Gibt es jetzt seit ein bisschen mehr als 20 Jahren, also wir haben im März unsere 150. Ausgabe gefeiert und unser 20-Jahr-Jubiläum, wobei Feiern vielleicht sehr euphemistisch ist, aber dazu kommen wir wahrscheinlich dann auch noch. Um was geht es genau bei Ballesterer? Naja, der Ballesterer sieht den Fußball, würde ich sagen, als Teil der Gesellschaft und versucht da mit einem guten Journalismus quasi Geschichten zu erzählen und Zusammenhänge zu sehen, nachzuforschen und vielleicht auch zu erklären. Also ich würde sagen, darum geht es. Es geht auch darum, dass wir eine Position einnehmen, die vielleicht fannäher ist. Also wir erkennen, dass Fans eigentlich den wichtigsten Bestandteil des Fußballs ausmachen oder dass Fans den Fußball zu dem machen, was er ist. Wir haben aber den Eindruck, dass diese Perspektive, also die Fanperspektive, kaum wahrgenommen wird in anderen Medien und versuchen da gegenzusteuern oder versuchen, Fans auch als gleichberechtigte Partner und Partnerinnen quasi im Fußball zu sehen oder zumindest als Gruppen, die auch Meinungen haben, die eine Stimme haben und deren Stimme vielleicht nicht oft genug gehört wird oder nicht ausreichend gehört wird. Und da versuchen wir ein bisschen was zu machen. Ich glaube, anderes, so wenn man so ganz groß ist beim Mission Statement oder bei dem Grund, warum es den Ballesterer überhaupt gibt, ist, würde ich sagen, generell vielleicht so ein bisschen eine Unzufriedenheit über den Sportjournalismus, der sich aber oft auf Resultate, schöne Spielszenen etc. beschränkt und das Ganze drumherum wenig sieht. Ist auch besser geworden in den letzten Jahren, aber prinzipiell ist das ein Bereich, wo wir einfach glauben, dass man da noch mehr machen kann und noch mehr erzählen kann oder mehr Dinge auch noch nicht nur einen besonderen Aspekt sehen kann. Nicht nur bei den Fußballfans ist das natürlich so, dass manchmal auch der Gossip, das Hören, Sagen oftmals viel mehr gilt. Wie macht das der Ballesterer? Geht ihr zu den Fans hin, redet ihr, wie recherchiert ihr das? Ja genau, wir gehen zu den Fans hin, reden mit ihnen, wenn sie mit uns reden. Also das kommt auch immer darauf an. Es gibt Fangruppen, die reden weniger gern mit Medien, zum Teil, weil sie schlechte Erfahrungen haben, zum Teil, weil sie es einfach prinzipiell nicht machen wollen. Aber in Österreich haben wir das Glück, und ich glaube, das ist nicht nur Glück, sondern das haben wir uns auch erarbeitet, ist es so, dass eigentlich fast alle Fangruppen auch mit uns sprechen. Und genau, mit denen reden wir, wenn es jetzt ein fanrelevantes Thema ist, sagen wir, okay, was ist eure Perspektive drauf? Oder auch wenn es kein fanrelevantes Thema ist, fragen wir sie auch, weil in Wahrheit ist der Fußball immer fanrelevant. Also wenn es dann auch darum geht, du erzählst eine Geschichte von, weiß ich nicht, Hans Krankl oder so, die kannst du auch nur erzählen, wenn du das, wie ist der wahrgenommen worden, was bedeutet der vielleicht auch für Leute und so weiter, wenn man das miterzählt. Die Corona-Krise hat eines sehr stark gezeigt, nämlich Geistermatches, trotz toller Stadien, trotz riesiger Kulissen, möchte ich mal sagen, wenn die leer sind, ist die Stimmung einfach weg. Wie glaubst du, wird da die Entwicklung weitergehen? Das ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, dass der Fußball ein ernstes Problem bekommen wird. Also ich glaube, er hat schon eins, aber ich glaube, das wird noch größer werden. Man kann jetzt mit Zahlen herumschießen, wie man möchte, aber ich glaube, dass es in Italien sind die Einschaltquoten ziemlich eingebrochen seit den Geisterspielen. Das mag vielleicht auch dann liegen, dass plötzlich jeden Tag mehr oder weniger ein Spiel ist. Also da gibt es sehr viele verschiedene Gründe. Glaubst du, dass der Fan dann mehr Stellenwert bekommt beim Verband, bei der Wahrnehmung und natürlich auch bei den Vereinen? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen komplex, weil ich glaube, dass der Fan, also ich glaube, dass alle wissen, dass die Fans das Wesentliche im Fußball sind.
Also jetzt, und ich meine jetzt gar nicht nur das, die Leidenschaft oder das Emotionale oder so, sondern auch das Finanzielle. Also es wissen alle, in Wahrheit verkaufen sie entweder Eintrittskarten oder Fernsehabos. Mhm. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die das sehen wollen, was sie machen. Ja. Und das, das ist so vermittelt, dass es so weit weg schon ist oder dass es so weit weg scheint, dass ich glaube, dass einige Funktionäre irgendwie das gar nicht mehr so am Schirm haben. Aber ich glaube, dass man das jetzt sehr, sehr stark sieht. Also, dass die Fans das um und auf sind. Aber ich glaube auch, dass es, also gerade in Österreich zum Beispiel, wo die Sponsoren halt auch wichtig sind, wo die Fernsehgelder nicht so hoch sind, dass jetzt in einer ersten Bewegung eher der Weg hin zurück zu den Sponsoren geht. Also dass man versucht, die nicht auch noch zu verlieren. Mhm. Und dass man da vielleicht die Fans noch gar nicht so am Schirm hat. Aber eigentlich muss jeder Funktionär wissen, ohne Fans geht gar nichts. Und ich habe den Eindruck, dass das die Vereine auch so kommuniziert haben. Die Frage ist halt, was es dann real heißt. Also was es dann heißt, wenn Fans wieder zugelassen sind, was das heißt, wenn es Fanverfehlungen oder was auch immer gibt oder generell was den Stellenwert von Fans betrifft. Also zu sagen, okay, wir wollen euer Geld, ist das eine, und zu sagen, wir wollen auch eure Stimme hören, das ist wieder was anderes. Und die Kommunikation. Und zwar Verein, Verein. Ja, klar. Da orte ich manchmal auch große Schwierigkeiten bzw. Defizite, dass hier ein bisschen hapert. Ja, weil dann würde man viele Missverständnisse sofort aus dem Weg räumen. Ja, die Frage ist, ob es Missverständnisse, also es sind sicher auch Missverständnisse, es sind auch also so Lebensweltprobleme. Also ich glaube, viele Funktionäre haben keine Ahnung davon, wie es sich anfühlt, ein Fan zu sein. Mhm. Ich glaube, die haben keine Ahnung, was das heißt, auch auf der Fantribüne zu stehen, in irgendwie am Bus auswärts zu fahren oder so, sondern also die kennen das nicht, interessiert das auch nicht. Ne? Also ich glaube, das ist das eine, und das andere ist, ich glaube, dass viele Funktionäre halt den Fehler machen, zu sagen, okay, schau, der Sponsor gibt mir so und so viel Geld, der Fernsehsender gibt mir so und so viel, und vom Fan kriege ich halt ein Ticket, das irgendwie 180 kostet, dass der Fan quasi über Umwege die beiden anderen Dinge auch finanziert, sehen die, glaube ich, nicht. Mhm. Und vor allem, ja, die einzelne Summe wirkt ja immer noch kleiner, oder ist immer noch kleiner, und ich glaube, dass man sich da dann halt versucht, dem anzubieten. Kann der Palästerer helfen, das auch ein bisschen aufzubrechen und den Funktionären, Spielern zeigen, so schaut die Welt des Fans aus? Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass wir das können. Ich glaube auch, dass das ein Entwicklungsprozess ist. Also wenn man sich den Palästerer anschaut, der ist quasi selbst kopiert. Die ersten Ausgaben sind, der Reinhard Grenhuber gemeinsam in einer Runde Freunde eigentlich selber gemacht, selber leotiert, selber kopiert, selber verkauft. Jakob, erzähl mal ein bisschen Palästerer. Wer schreibt eigentlich fürs Palästerer? Ja, sehr, sehr viele Menschen zum Glück. Also wir haben mittlerweile einen wahnsinnig großen Stamm an Autorinnen und Autoren, von denen wir hoffen, dass wir von deren Expertise quasi profitieren können. Also wir haben da in der Ausgabe, ich zeige das mal her, weil ich da auch ein bisschen stolz drauf bin. Wir haben da eine Seite gemacht, wo wir einfach die ganzen Namen erwähnt haben. Na, das sind nicht gerade wenig. Alle Leute, die mal im Impressum waren, und wahrscheinlich haben auch einige vergessen. Das heißt, es sind sehr viele. Das ist schön. Gleichzeitig sind wir eine sehr kleine Redaktion. Und wen sprecht ihr da genau an? Den Fußballfan per se oder auch vielleicht uninteressierte Leute, die einfach nur sich informieren wollen? Als Leser, Leserinnen. Ja, ich würde sagen beides. Also wir sind schon ein Fachmagazin, also wir wollen Leuten, die sich mit Fußball beschäftigen, wollen wir was bieten, was sie vielleicht vorher nicht gewusst haben oder wo es nochmal tiefgehender ist oder vielleicht auch manchmal auch nur irgendwie Dinge quasi zu bestätigen, die sie vielleicht auch schon kennen, ist auch manchmal ganz wichtig. Und prinzipiell ist aber der Anspruch schon noch, dass es darüber hinausgeht. Also wir wollen einfach zeigen, was man am Fußball auch alles sehen kann. Also es gibt kaum ein gesellschaftliches Problem, das es im Fußball nicht auch gäbe. Ja, klar. Und wo man sagen kann, okay, weiß ich nicht, wir reden über Rassismus, das gibt es im Fußball auch, wir reden über Sexismus, gibt es im Fußball auch, oder über wirtschaftliche Interessen, also oder wie funktioniert der Kapitalismus. Und das kann man am Fußball alles sehr schön, glaube ich, zeigen. Und ich glaube, dass man deswegen auch für Leute jetzt,
weniger daran interessiert sind, ob jetzt Salzburg Meister wird oder der LASK oder die Wien aufsteigt oder nicht. Aber die halt so generell sich für auch kulturelle, popkulturelle Dinge dann auch interessieren und zu sagen, okay, na, wie wird das zusammen und wie zeigt sich das im Fußball oder am Fußballplatz? Ihr als Medium, als Bildmedium, als Textmedium, nicht nur die gedruckten, sondern natürlich auch in den Social Media, sollte oder wie findest du, sollte man polarisieren? Ist das notwendig heutzutage, um die gesättigte Gesellschaft, die Mediengesellschaft generell, auch wieder ein bisschen wachzurütteln? Ich finde, polarisieren, also wenn es jetzt nur um Provokation geht, also zu sagen, jetzt schreiben wir irgendeinen Leitartikel oder irgendeinen Text, wo wir möglichst vielen Leuten irgendwie am Arsch gehen oder so, glaube ich, dass das nicht wahnsinnig sinnvoll ist. Ich glaube, dass wir allein dadurch polarisieren, dass wir so ein paar Dinge, die jetzt im Fußball, vor allem in der großen Kommunikation nicht so offen sind, dass wir das einfach sehr stark machen. Also zu sagen, Fans sind da, Fans sind wichtig, Fans müssen auch gehört werden zum Beispiel. Mhm. Oder dass wir sagen, Fußball ist politisch. Also es passiert am Fußballplatz, am Weg zum Fußballplatz, das ist alles, was dort passiert, ist auch politisch zum Beispiel. Das ist eine Position, die sehr, wo ich glaube, dass sich der Sport sehr schwer tut. Ich glaube, das liegt daran, dass er so einen sehr engen Politikbegriff hat, wo er nur sagt, okay, ich sehe nur irgendwelche Parteien und wir sind nämlich für die eine Partei oder was weiß ich was. Mhm. Aber es sind ja gar keine Politiker oder was auch immer, ja, also die eigentlich nicht verstehen, was Politik ist, nämlich dass es darum geht, quasi, wie wird gesellschaftliches Zusammenleben ausgehandelt. Mhm. Aber Fußball ist inhärent politisch und das ist was, womit wir sicher polarisieren, dass wir das sagen. Ja. Na, ich spreche das deswegen an, weil es war ja auch wieder die Sexismusdebatte, in dem Fall bei Rapid. Und das ist ja dann vom Verein ja auch ein bisschen abgefedert worden auf eine, vielen behaupten, ungeschickte Art und Weise. Und da ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn die Medien das wohl aufgreifen und klar machen, dass das teilweise Fangruppen oder Randgruppen oder Randpersonen sind, die aber leider Gottes manchmal auch eine Plattform im Fußball finden, sich zu präsentieren. Das aber, glaube ich, gar nicht die allgemeine Meinung ist. Kann hier Medien wie Palästra, aber auch generell Gruppen, also soziale Medien, gegensteuern bzw. reglementieren? Oder ist das überhaupt nicht die Aufgabe? Ja, ich glaube, wir können einordnen. Also ich glaube, wir können Dinge, die passieren, einordnen, versuchen zu erklären, versuchen Hintergründe herauszufinden. Und das war's. Und wir sprechen sicher eine andere Zielgruppe an als andere Medien. Also wenn der ORF was schreibt oder wenn die Krone was schreibt, können wir in Palästra 100 Mal was Einordnendes bringen. So viel wird das nicht ändern. Ja. Also da sind wir auch nicht, also wir sind jetzt nicht keine Medienmacht, die irgendwie sagt, so läuft es. Also von der Weltherrschaft sind wir schon noch weit entfernt. Wie siehst du die Wiener als Sicht, als Journalist im Vergleich zum gesamten österreichischen Fußball? Der älteste Verein Österreichs, das wissen wir eh alle, aber leider Gottes auch nicht mehr der erfolgreichste Verein. Und weil du hast ja gesagt, deutscher Meister, das ist ja alles schon 70, 80 Jahre her, da war Rapid und die WN. Ja. Und jetzt ist Rapid eines der Top-Mannschaften in der österreichischen Bundesliga, im österreichischen Fußball generell, die WN nicht. Wie siehst du das? Ja, ich meine, jetzt werde ich doch emotional. Also ich glaube, dass die WN, also ich glaube, dass es einige Vereine gibt und da gehört die WN dazu, dass die eigentlich, also von der ganzen Bedeutung, die sie haben, eigentlich in der Bundesliga spielen müssten. Ich weiß, das ist nicht realistisch. Ich würde auch, ich glaube, wenn jetzt ein Funktionär sowas sagen würde, wäre ich sehr skeptisch, was ich denn glaube. Also ich weiß auch nicht, ob das nicht zu groß gedacht ist für die Dimensionen, die Wiener jetzt gerade hat, aber so prinzipiell von der Geschichte, von der Bedeutung gehört die WM natürlich nach oben quasi oder zumindest einmal in die zweite Liga.
gleichzeitig, und da glaube ich auch, dass die Supporters auch wieder wichtig waren, gleichzeitig muss man, glaube ich, auch lernen oder akzeptieren wahrscheinlich, dass es halt, also dass sowas nur funktioniert, wenn wirklich alle Rahmenbedingungen passen. Und wenn sie nicht passen, steht man schneller, als man denkt, irgendwie kurz davor, den Verein ganz zu verlieren. Und das ist, ich glaube, das ist halt so der Spagat, in dem man sich bewegt. Also ich habe den Eindruck, dass die Vienna jetzt mit vielen Anläufen ein bisschen den Weg auch gefunden hat, den sie gehen will. Also irgendwie eher auf so ein langsames Wachstum setzen und aufsetzen, irgendwie, also Fans auch zu hören und auch zu schauen. Hoffentlich. Ja, also zumindest mehr, als es schon war. Mhm. Das war. Und ja, und ich glaube, dass die Fanszene von der Vienna was Spezielles ist. Also ich glaube, dass das was ist, was die Vienna halt auch speziell auszeichnet. Also ich glaube, diese Fußballromantik auch, ne? Mit ja, der hohen Warte. Fußballromantik. Ich meine, die Hohe Warte ist ein großartiges Stadion. Also es wäre natürlich extrem schade, wenn es die irgendwann nicht mehr gäbe. Ich finde, die Vienna ist, also eben die Vienna Fanszene ist super, hat sicher auch das Problem, dass wenn man sagt, okay, das ist jetzt auch was in den letzten 20 Jahren gewachsen ist. Ich kann das schwer einschätzen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Vienna schwer tut, neue Leute zu finden und irgendwie auch neu zu rekrutieren quasi. Also ich meine, damit tun sich alle Clubs quasi schwer, weil halt die Konkurrenz auch nicht nur Austria und Rapid sind, sondern die halt auch international ist. Ich glaube, das ist was die Vienna sicher auch braucht und was wichtig ist, dass dieses, wir sind da eine Fankultur, die andere Wege geht, die auch ein bisschen die aneckt, die klare Positionen hat, aber ich glaube, dass da auch wichtig ist, dass es auch eine ist, wo es eine Neuerung gibt oder wo neue Leute zukommen und ich glaube, das wäre wichtig. Sonst, ja, ich glaube, die Vienna-Fans haben das während die Jahre in der Wiener Liga oder in den Wiener Ligen im Nachhinein als großes Privileg sehen. Also zu sagen, ich war da wo dabei, wo es wirklich besonders war. Also das ist sicher im Moment extrem frustrierend, aber es ist halt auch was man wahrscheinlich dann irgendwann den Enkeln erzählen kann und wo man sagen kann, das ist eine spezielle Erfahrung, wie man auch die Stadt und die Fußballstadt Wien kennenlernt. Also das ist was ich würde jetzt nicht sagen, habt ihr Glück gehabt, weil das ganz und gar nicht. Also ist einfach scheiße gelaufen für die Wiener und zum Teil auch selbst verschuldet. Aber ich würde hoffen, dass es positiv weitergeht. Aber ich finde das auch die Nagelprobe für die Fans. Ich glaube, genau jetzt, weil die bleiben, sind wirklich der Kern, der niemals abfallen wird von der Vienna, von seinem Herzensverein und dann auch ein Beweis ist, wie stark man dazu halten kann, weil wir sind wirklich so ein eingeschworener Gruppe an Fans, die aber mehr als den Fußball leben. Also so sehe ich die Vienna Fans. Das ist mehr ein freudiges Zusammensein an Menschen, die sich unter normalen Umständen, glaube ich, nie kennenlernen würden. Ja. Ohne, dass man aber jetzt besonders radikal in irgendeine Richtung geht, sondern einfach nur den Fußball lebt und auch diese Vienna Family, die so oft prolongiert. Und ich finde, das ist auch für den Verein, wurscht jetzt Vienna und generell für andere Vereine wichtig, dass der Fan eine gewisse Corporate Identity ist, sagt man dazu. Also wirklich ein Markenzeichen für den Verein. Ja, aber es ist auch das, was, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorher gesagt haben, das ist das, was bleibt. Und ich meine, natürlich ist es bei der Vienna weniger, als es vor ein paar Jahrzehnten war. Jakob, die Zukunft des österreichischen Fußballs, speziell nach der Corona-Krise, wie siehst du den? Ja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, es wird sehr schwierig. Also ich glaube, es ist noch lange nicht klar, ob die Gesundheitskrise jetzt mal überwunden ist oder das Schlimmste durchgestanden ist. Das ist der eine Aspekt. Und das zweite ist, ich glaube, dass die wirtschaftliche Krise, dass man die auch nur in Ansätzen erst sieht. Also das heißt dann, was heißt das für Sponsoren natürlich, aber nicht nur für Sponsoren, sondern was heißt es auch für die Leute? Also wie leicht tue ich mir dann vielleicht irgendwie auch jede Woche im Fußballplatz zu gehen, wenn ich das überhaupt darf und so weiter. Also es wird schwieriger werden und es wird
Ich fürchte, es wird auch einige Vereine treffen. Also es werden, also man hört jetzt ja auch schon von Vereinen, die fusionieren und einfach sagen, okay, geht sich einfach nicht aus, also gerade auch im Amateurbereich. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Gleichzeitig glaube ich, dass es Vereine gibt wie die Vienna oder wie andere Vereine, die eine stabile Fanbasis haben, die nie ganz verschwinden werden. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, okay, also die Vienna wird in 5 Jahren nicht in der Champions League spielen, aber die Vienna wird es in 5 Jahren geben. Und ich glaube, das ist schon mehr, also da kann man schon mehr sagen als bei anderen Clubs. Und das ist, würde ich sagen, positiv. Sonst, ich glaube, wenn, also ich würde auch unterscheiden zwischen quasi dem Profifußball und auch dem Amateurfußball oder dem Fußball, der da ein bisschen dazwischen ist. Also ich glaube, dass man weltweit im Profifußball, wenn keine Zuschauer zugelassen werden, wird es einen ziemlichen Niedergang geben. Also da werden Preise auch verfallen. Mhm. Also, oder wäre meine Annahme. Ich meine, gleichzeitig weiß man auch nicht, ob das jetzt nicht die perfekte Gelegenheit für die diversen Jellis und so ist, zu sagen, und jetzt machen wir aber doch unsere Super League, weil man sieht eh, Profifußball geht sich flächendeckend nicht aus. Also ich glaube, das ist, aber da sind wir wieder bei der Politik, das ist halt ein gesellschaftspolitischer Kampf und da wird es darum gehen, wer setzt sich da noch durch. Und ich hoffe, dass das eigentlich dazu führt, dass der Fußball besser demokratischer aufgestellt ist. Ich fürchte, dass es nicht so ist, aber ich würde sagen, das werden wir in den nächsten Jahren verfolgen und ja, ich hoffe, dass es in dem kleineren Bereich, dass Zuschauer zugelassen sind, weil ich glaube, sonst werden sich alle sehr, sehr schwer tun. Also braucht man gar nicht drüber reden, also ist eh logisch. Also ja. Es ist für die Vereine schwierig, es ist für die Zuschauer schwierig und es ist quasi unmöglich, neue Zuschauer zu rekrutieren, weil wie soll ich von was Fan werden, was es nicht gibt. Also das heißt, das ist sicher ganz wesentlich und ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass der Fußball oder die Fußballinstitutionen merken, dass sie ohne Fans nicht sind. Das wäre schön. Das wär schön. Jakob, dann danke ich dir für deine Zeit und für dieses tolle und ausführliche Gespräch. Danke dir.